komm, weiter hier. Machen wir mal die Zoom. Okay, was hat das mir gebracht? Oh, Kacke. Ist nicht dein Ernst. Einmal daneben gelatscht. Verstehe schon, ich verstehe schon. Da drüben ist noch hin. Das mit dem Fisch verstehe ich nicht, warum der hier. Warum wir hier manchmal sterben und manchmal nicht. Ach du Kacke! Würde ich das denn sehen? Nee. Here we go again. Denselben Fehler hätte ich normal gemacht. Ich denke gar nicht drüber. Ich bin der Beste! Der Allerbeste. Will ich aber meinen. Was denn? Meine Fresse. Ist das nervig? Also das jetzt irgendwas mit Timing zu tun haben. Will ich mich verarschen. Verarschen kann ich mich selbst, Mann. Ist noch so ein Ding. Runter damit. Ja, ist klar.
Hebel hier im Spiel. Mal diese Hebel. Was für ein Fang. Scheiße. Läuft die Maschinerie jetzt wieder? Kurbel. Ja, nun. So kann ich nicht hochklettern. Kann ich an den Windrädern hochklettern? Was mache ich hier? Soll ich mir eine Letter basteln oder was? Ja, Mai. Die hält ein bisschen länger. Eigentlich sollen wir doch die zum Laufen bringen. Können wir hier. Verdammt. Sehe nicht, was wir tun. Das treibt mich hier. Ja, fantastisch. Als ob. Und einmal kurbeln, bitte. Okay. Das Schleusentor öffnen. Dann müssen wir einmal runter. Au. Einen schnellen Weg unten genommen. Was? Nicht hier schon wieder. Das muss ein Fehler sein. Hier lang, vielleicht.
Muss blau sein. Es muss aus. Wie kriegen wir das denn aus? Ah, okay, das Ding ist gedreht, verdammt. Das, was aus ist. Das muss man sich gedreht vorstellen. Alter Schwede. Dann ist das vielleicht so. Kack-Dreck. Das muss orange. Ist das weiß? Das muss blau. Sehr gut. Lass mal ein bisschen nur Kopf decken. Geschafft! Den Weg rausfinden und den Fisch besiegen. Und damit gibt es so Stäbchen. Oktober, ein sonniger Tag. Mutter Miranda hat mir 5 Leute aus dem Dorf gebracht, wie ich sie gebeten hatte. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das Kadu in ihre Bäuche getan. Ich freue mich schon darauf, wie es in ihnen heranwächst. Ekelhaft. 2. Oktober, ein wolkiger Tag. 4 von den Leuten aus dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer ist fast ein Leichen. Ich habe ihn in meinem Labor in den Bergen geschickt. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will starke Hüllen, aber ich kriege keine hin. Ich brauche mehr Leute aus dem Dorf. Na, er ist irgendwie der Versager unter dem Weitungsmagazin. Okay, das ist gut. Wir haben noch keine Magnum. Ich weiß nicht, ob ich hier unten sein will. Doch, eigentlich bin ich mir sicher, dass hier unten nichts sein will. Du wirst stolz sein, Mutter! Sieh her! Oh, war keine Wahl!
Okay, klar. Heilung. Kriegen wir den Fisch erledigt. Ach du Kacke, das Ding beschlägt. Davon habe ich nicht mehr viele. Wir müssen noch was bringen. Es ist deine Schuld, das Mutter und ich haben. Okay, wir müssen nämlich auf das Maul schießen. What the fuck ist das? Das Müll muss drauf. Jetzt wäre der noch wohl nicht. Auf den Trockner. Ist das wieder nicht? Kristalliner Moro. Im wahrsten Sinne ein Ekelpaket. Ach. Mist, ein wenig übel. Hätten noch einfach abhauen können am Anfang. Das Ding lag dort rum. Stand dort rum. Wenn es einfach nehmen können und abhauen können. Das passt nicht. Ist ja klar. Mutter mich ran, da hat sie mir ein Gefäß mit Lobes gegeben. Niemand mag mich. Deswegen habe ich gedacht, sie würde mich wieder vergessen. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Lois bekommen haben. Wenn nicht alle da sind, kann die Zeremonie nicht stattfinden. Mutter scheint es aber nichts zu kümmern. Mutter hat gesagt, Lois ist eine Hülle. Mit einer Hülle bekommt Mutter ihr wahres Kind zurück. Auch wenn sie schon ganz lange tot ist. Aber wenn Mutter das tut, dann... Was passiert dann mit mir? Ich bin nicht ihr Kind. Wird sie mich verlassen? Nein, das würde ich nicht.
Nein, 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 glaube ich. Okay. Kadu. Lebt das Ding? Schlüssel. Okay. Ist das Schlüssel? Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm, wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier, das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die vier Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung, etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Was für ein Wichser. Tut sich ja eine volle. Schlüssel mit 6 geflügelten Embryonen. Der Schlüssel wird immer voluminöser. Immer mehr dran gebaut. So schnell weg hier. Lassen wir diesen furchtbaren Bereich hinter uns. Wieder hier. Das Gefühl wieder auf dem Kreis. Jetzt können wir hier lang. Hier war eine Truhe, verdammt. Was wir mit den Bomben machen, das weiß ich auch nicht. Wir haben bisher gut ohne aus. Inge ist Statue. Uah. Ich hab jetzt erstmal genug von Wasser. Und kommen wir hier raus. Ich hoffe nicht durchtauchen. Sehr so gut, okay, das hat man. Dann kommen wir hier lang. Und dann. Schaut mir da noch etwas aus.
Wie kommen wir hier raus? Den haben wir doch schon. Hier ist der Klasse. Sehe ich auch auf Minen stehe als Zwerg. Will ich unbedingt raus. Aus dieser will ich raus. Ja, hier waren wir. Ich erinnere mich. Da muss doch von hier aus auch schnell rausgehen. Das war doch direkt am Eingang. Schluchz ausrast. Und über das geht die Gerätschaft hier nach oben. Ich glaube im Kreis. Ich verstehe nichts. Das war doch nicht der Eingang. Das ist, wir sind doch. Sind wir hier, ja, wir sind hier mit dem Fahrstuhl runtergekommen. Das ist, wo ich mich gewundert habe, dass wir hier ewig in die Tiefe fahren. Hier geht's wieder raus. Das dritte Gebiet abgeschlossen. Sepulpura. Der richtige Wahnsinn hat noch nicht mal begonnen. Jetzt haben wir noch Heisenberg und Mutter Miranda. Das Schlimmste kommt also noch. Und ich ahne noch gar nicht was.
was noch kommt.